meine Lieben. Mein erstes Video 2020. Lang hat es gedauert. Immerhin haben wir den 3. Juli heute. Wie man sieht, hat sich was getan. Eine kleine Veränderung in meinem Fuhrpark. Die schöne, blaue, dicke 99er ist weg. Hat Platz gemacht für eine 1290er. Die werde ich dann natürlich, wenn ich irgendwo stimme, werde ich euch zeigen. Mit Fakten werde ich euch nicht belästigen. Die sollten bekannt sein. Beziehungsweise das machen eher andere. Warum die 1290? Das kann ich euch schon erklären. Die 99er habe ich mir ja gekauft. Schon mit dem Vorhaben, eine Saison damit zu fahren und mir dann was Neueres zu kaufen. So geschehen. Jetzt gibt es eigentlich nicht viel, was sonst alternativ in Frage gekommen wäre. Am liebsten wäre mir gewesen eine GS. Weil alle, die mich kennen, wissen ja, 2013 bis 16 hatte ich eine GS und war super zufrieden damit. Die habe ich eigentlich dann nur verkauft aus reiner Blödheit. Aber die 1290er hat man eh immer auch schon taugt. Jetzt natürlich, vorher habe ich mich schon umgeschaut, weil ins Offroad fahren will ich eigentlich nicht damit. Dafür habe ich eh die 690er. So habe ich mir auch von BMW die neue S1000XR angeschaut. Weil mir die optisch auch sehr gut gefällt und heuer ein neues Modell rausgekommen ist. Bin Probe gefahren damit und das war doch sehr ernüchternd. Also hat man so überhaupt nicht taugt von der Charakteristik. Aber ich will nicht schlecht reden. Das ist ja alles auch ein bisschen eine Geschmackssache. Mir taugt es halt nicht. Abgesehen jetzt von meinem Eindruck, ja, dass das alles seidenweich und man spürt nichts, man hört nichts. Eh super, ja. Aber das Ding hat ja auch 160 PS, die XR. Bei der Probefahrt hat mich mein Freund der Markus begleitet. Auf seiner 59er Super Enduro. Ich weiß nicht, wie alt das Ding ist. 10 Jahre oder älter. Mit 95 PS. Und ich habe wirklich Ortsende, gib ihm zweite bis in Begrenzer, dritte,
und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich schaue in den Spiegel und der Markus pickt an mir dran. Mit seiner 95 PS Super Enduro. Also es ist, wie gesagt, nicht nur der Eindruck, das hat, ich weiß nicht viel. Hat mir nicht getaugt. GS hätte mir getaugt. Die aktuelle 1250er in der HP-Version. Mit den schönen HP-Farben, in den goldfarbenen, mit den goldfarbenen Speichenfelgen. Aber zufällig, weil ich einmal geplaudert habe, bei meinem KTM-Händler über die Super Adventure, kriege ich doch gerade einen Anruf. Die Super Adventure ist jetzt in Aktion. Ja, und damit war es eigentlich erledigt. Die blaue gleich inseriert. Die war auch ziemlich schnell weg. Und sie war auch schön und das Zubehör, was dabei war, war super. Ja, und so ist eigentlich wirklich sonst mir aber nichts eingefallen. Zum Beispiel Honda Africa Twin gefällt mir ja optisch auch urgut, aber ich finde es irgendwie, ja, jetzt hat es ja auch einen schönen Tacho bekommen, ne? Die aktuelle 1100er. Aber ich finde, ein 1100er mit, weiß ich nicht, was die hat, 105 PS oder so. Ja, ich weiß, 100 PS reichen, bla bla, ja, stimmt. Aber trotzdem brauche ich kein 1100er. Das Gewicht und die Größe habe ich ja trotzdem von der 1100er. Ja. Muss aber zugeben, ich bin es nie gefahren, ja. Da kann nichts. Ich kann nichts sagen drüber. Optisch gefällt es mir, nur rein am Papier, die Fakten gefallen mir nicht. Ja, und so hat sie sich halt ergeben. Jetzt habe ich die neue seit ungefähr 2 Wochen. 1000er Service schon hinter mir. Da habe ich jetzt oben 1335 Kilometer. Leider ja heuer noch nicht viel zum Fahren gekommen, weil da war ja dieses Virus-Ding, ne? Danach eigentlich immer, wenn schönes Wetter war, habe ich keine Zeit gehabt. Und wenn ich Zeit gehabt habe, war scheiß Wetter. Ja, und das ist das, was man so taugt an der KTM. Wenn man Gas gibt, spürt man einfach was. Also mal spürt, hört und fühlt, es ist auch was gut. Da vibriert es unter einem, man hört es, obwohl es jetzt nicht laut ist, aber man hört es. So, also wenn mir mal das zuschaut, bleibt's dran!
So, also da ist sie nun. Die 1290 Super Adventure. Ja. Leider sind die Aufnahmen draußen nicht gelungen, darum jetzt in der Garage halt, wie sie macht ja keinen Unterschied. Es geht ja ums Motorrad. Was habe ich bis jetzt verändert? Oder was heißt bis jetzt? Das ist eigentlich eh alles, was ich. Mehr habe ich nicht vor. Also, die Fußrasten von Radio Garage, die Rallye-Fußrasten, einfach wenn man super drauf steht und wenn die auch 1,5 cm tiefer sind, dann habe ich drauf die Kofferhalter, sind die Tunertisch-Kofferhalter allerdings aus dem Powerparts-Katalog in schwarz, den Agrapo mit Schienenschalldämpfer, ja, die Heizgriffe haben wir montieren lassen, auch aus dem Powerparts-Katalog. Die Seitenständer-Auflage, die breitere, habe ich auch montieren lassen, auch aus dem KTM-Powerparts-Katalog. Und das war es jetzt, glaube ich, eh schon. Ja, sie hat das volle Elektronikpaket, habe ich mir gegönnt. Also, Quickshifter, Berganfahrhilfe, dann dieses MSR, diese Schleppregelung, dass das Hinterrad nicht zum Stempeln anfängt. Die Alu-Handguards auch aus dem Powerparts-Katalog, weil die auch schon bewährt sind, habe ich schon auf der EXC gehabt, auf der 690er habe ich es auch, auf der 99er habe ich es auch gehabt. Ja, gefällt mir einfach und sind robust. Und das letzte, heute haben wir montiert das KP-ITER-Pad mit dem KP-ITER-Tower. Dazu gibt es einen eigenen Film dann. Ja, das war es jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und ich bin eigentlich happy damit. Wie gesagt, der Motor ist einfach ein Traum. 140 Newtonmeter, obwohl ich gesagt habe, bemühe ich nicht mit Fakten. Das machen ja andere, aber trotzdem, sehr kurz erwähnt. 140 Newtonmeter und vor allem, ich habe da so eine Kurvenarme gesehen, ich glaube ab 3500 Umdrehungen hat die bis in die Begrenzerei immer über 100 Newtonmeter. Also ein echte Power, echtes Kraftpaket. Ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liken, Kanal abonnieren und ja, freuen wir uns auf viele weitere Ausfahrten mit der Super Adventure und Videos heuer. Ne? Ich glaube, ich meine, jetzt hat es eh lang gedauert, aber es wird jetzt einiges folgen. Also dann, danke, viel Glück.